Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS2 und 20 Goldgräberprojekt, wo wir jetzt in neue Maschinen investieren werden. Schön, dass du wieder dabei bist. So, wir gehen jetzt noch nicht in das Mining-Geschäft. Wir machen noch einen kleinen Umweg über die Radlader, weil wir das auch mal ausprobieren wollen. Wir nehmen also hier den Klaas Thorion 956 Sinus. Bei den Reifen würde ich, wie gesagt, gerne so ein... Nein, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte genau sowas. Und ansonsten, ja, der hat zwar einen Zugmod. Mal gucken, können wir da vielleicht nochmal wieder zusätzlich das Gewicht dran hängen. Und dann haben wir auf 40, ist auch nochmal schneller. Und dann gehen wir zurück und dann gehen wir auf Kombination und dann nehmen wir diese Schaufel, war das, ne? Für 4000 Liter. Und das ist auch noch eine Hochkippschaufel. Genau. Dass wir die farblich nicht anpassen können, irritiert mich gerade ein bisschen. Und dass die 15.000 kostet, irritiert mich auch. So, das ist jetzt Schritt 1. Die Frage ist, wir haben jetzt noch 107.000. Kriegen wir für 107.000 noch einen kleinen LKW? Wenn, dann wäre das ja so ein Kombi-LKW. Ich könnte einen von denen nehmen, den wir in dem normalen LS-Projekt drin hatten. Da hatte ich so ein, ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist ein 7,5-Tonner. Meine ich, hätte ich da drin gehabt. Tja, und da ist er. Schauen wir mal, wie sich das gestaltet. Das sollte ja dann das Ganze auch nochmal ein bisschen schneller machen. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass jeweils, wenn wir das probieren, die Terrafarm-Mod nicht kompatibel ist mit der Schaufel. Also eigentlich sollten die Mods normalerweise universell sein, sich in alle möglichen Geräte dann reinsetzen, wenn der Type des Gerätes sozusagen stimmt und einige andere Variablen jetzt grob gesagt dann auch noch mit dazu passen, ne? So, wie ist das hier? Ist das wie beim Teleskoplader, dass der immer auf dem Boden schlurft? Nee, guck mal hier. Da haben wir das Problem nicht. Beim Teleskoplader ist der untere Teil der Schaufel immer, also der untere Teil des hier des Ding. Wortfindungsstörung. Der ist immer unten auf dem Boden geschleift und das haben wir hier halt nicht das Problem. Das ist schon mal gut. Kommen wir jetzt zurück zum Feld. Und während der fährt, können wir mal kurz schauen, ob wir da auf Anhieb was finden. Ich hatte, glaube ich, aber keine dieser LKW-Mods hier drin. Ja, nein. Die da in irgendeiner Form sinnvoll wären. 130, ihr seht schon, ne? 93.000. Und das sind halt die gleichen. Und bei den Anhängern, wenn wir da jetzt gucken. Da sind die ersten, fangen an mit 8 Kubik, 12 Kubik. Da sind wir mit der Schaufel schneller, ne? Dann 18, und da sind wir auch schon hier in den Größenordnungen. Das wäre dann eher sowas, ne? Für 95. Weil das hier, ne, mit dem Big Body ist wahrscheinlich ein bisschen hoch, als dass es praktisch wäre. Und wenn die Schaufel hier vorne drin schon mehr transportiert als so ein ganzer Anhänger, dann wisst ihr ja eh schon Bescheid. Da geht also noch mehr. Und ja, das Ziel soll natürlich auch sein, dass dann irgendwie auf der gesamten... Okay, ob wir den Berg allerdings hochkommen bei uns, ist dann die andere Frage. Das Ziel soll natürlich sein, dass die gesamte Map dann voll ist mit Maschinen und Fahrzeugen. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Nee, das meinte ich gar nicht. Das sind die Barges übrigens, von denen ich sprach, ne? Hatten wir denn keine anderen Truck-Mods? Nur die beiden? Die Multifunktionsdinger, die bringst du dann auch nicht. Frontlader, Radlader. Und bei denen hier, na, die normalen Anhänger, das wenn höchstens der Krampe hier, das sind 12 Kubik. Mit dem hier wären das dann 3 Schaufeln, dann aus dem Fahrzeug raus, in das andere Fahrzeug rein, rüberfahren, auskippen, beim Auskippen warten, weil das Förderband nicht so schnell ist oder die Maschine nicht so viel aufnehmen kann. Jada, jada, jada. Ja, ich sehe uns eigentlich jetzt erstmal wieder ein bisschen schaufeln hier, wenn ich ehrlich bin.
Tja, ich bin wirklich gespannt, Leute. Jetzt geht's also los. Wir schalten mal kurz an. Wir wollen StreamPay. Wir wollen das Ganze ein bisschen langsamer. Wir lassen mal den Radius auf 100. Und dann geht's los. Und dann bin ich mal gespannt. Also das ist jetzt natürlich nochmal extrem viel schneller. Wir hatten bei dem anderen, was hatten wir, 1,4 Stunden nochmal auf der Uhr. Für drei Fläschchen oder so. Und dann hier, der kann 40 fahren. Ja. Das kommt ja auch dazu. So, dann haben wir die 4000 schon. Dann mit 20 in Rückwärtsgang. Einmal hier drehen. Wir sollten vielleicht noch eine zweite Wendeschleife machen. Also ich glaube, was man sagen kann, es ist ja schon so, wenn das hier so ein normaler Bergbau wäre, die würden sich ja auch, also diese Bergbaubauern, Bergbauern? Nee, Bergbauern war ein anderes Projekt. Die Bergbauarbeiter, Bergmänner. Die würden, glaube ich, auch dann das Gelände, also rund unserem Fluss und so, wahrscheinlich auch mit Planierraupen da Kies reinkippen und so, dass sie mit den Fahrzeugen fahren können. Ich denke schon, dass sie das machen würden, oder? Und das machen wir ja hier gerade auch. Das ist ein Eingriff in die Natur, aber auch, glaube ich, der gar nicht so gesund ist für die Natur, oder? Und dann ist natürlich die Frage, wann wir so viel Schaufel haben, dass wir an der Kapazität von dem Ding angekommen sind, von der Waschanlage. Denn die hat natürlich auch nur eine gewisse Kapazität. Gut, auf der anderen Seite, wir fahren ja gerade mit einer Geschwindigkeit von 0,5. Also, da wäre ja noch die Option, dass wir das schneller stellen. Das geht natürlich auch, ne? So. So viel zur Sorge, wir kommen hier den Berg nicht hoch. So, und jetzt, bei der dritten Schaufel haben wir dann schon 12.000 bewegt. Das heißt, drei Schaufeln mit dem hier, entsprechend fünf Schaufeln mit dem anderen, so grob, ne? So ganz grob. Also drei hiermit. Und dann, klar, wir sind auch wieder schneller hiermit, ne? Nur beim Wenden hier, also beim Umschwung der Geschwindigkeiten von vorwärts auf rückwärts bin ich hier gerade etwas irritiert. Das ist sehr zäh. Ich gucke gerade so ein bisschen auf das Förderband. Das Förderband scheint aber auf jeden Fall abzutransportieren. In der Geschwindigkeit, wie wir es brauchen. Und die Frage ist, wie wir grundsätzlich natürlich, wie wir weitermachen. Also ich glaube, wir können mit dem hier dann überlegen, wenn wir jetzt den nächsten Verkauf machen, vielleicht überlegen, dass wir eine stationäre Anlage holen. Denn was jetzt der nächste Schritt ist, dass wir ja wahrscheinlich verschiedene Materialien haben. Wir haben ja im Moment, sind wir sehr speziell. Und ich glaube, kein Goldgräber, der in der Größenordnung, wie wir jetzt unterwegs sind, das wird wahrscheinlich auch sehr zahlreich schon in den Kommentaren stehen, würde jetzt noch mit dieser kleinen River Sluice hier arbeiten, sondern hätte wahrscheinlich auch schon etwas größere Trommel oder so investiert. Wir haben ja dieses andere Goldgräberspiel zwischenzeitlich mal gespielt, was ja auch noch in Entwicklung ist, und da war es ja so ähnlich, ne? Und ich lerne ja auch gerne dazu, deswegen, wenn ihr persönlich professioneller Goldgräber seid, schreibt mir mal gerne, wie ihr das machen würdet, wenn ihr jetzt hier baggerweise und schaufelweise. Ja, da muss ich immer noch ausgerechnet, ne? Dass ich 5 Kilo Gold hatte oder irgendwie so. Wie reich ich jetzt eigentlich in der Realität wäre, wenn bei der Mod sozusagen die Zahlen irgendwie, mehr an der... Ich meine es gar nicht böse, ne? Wenn die Zahlen ein bisschen mehr an der Realität wären, wie reich ich dann wirklich wäre. Ihr seht also, ich lese alle Kommentare immer. Seit 10 Jahren. Ich war also nicht immer so. Nein, Spaß. Gut. So. Geht auch halbwegs zügig. So, wie viel haben wir denn jetzt? So vom Gefühl her.
Und dann kann ich euch ja mal vom Gefühl her sagen, wie schnell das jetzt ging. Ah, die Hälfte haben wir schon. Ja, doch. Aber, wenn ihr jetzt überlegt, da kommen Schaufeln mit 6-mal so viel dann wie dem hier. Und wir sind ja noch nicht bei der 10.000er. Da hatte ich ja schon wieder irgendwie eine Fehlschaltung im Kopf eben. Aber das gehört ja bei mir dazu. Bei der 4.000er, wenn wir jetzt so ein... Aber auch da, ne, wenn wir diesen 12er... Muldenkipper-ähnlichen Ding genommen hätten, dann müssten wir dreimal, müssten wir jetzt, also den müssten wir jetzt hier erstmal irgendwo, müssten wir hier erstmal Platz haben, ne? Dann würden wir den da irgendwie hinfahren, dann würden wir den vollschaufeln, dann würden wir 3 Schaufeln reinpacken, dann würden wir umsteigen, dann würden wir darüber fahren. Also ich glaube, da ist es zielführender, dann demnächst dann in die nächstgrößere Schaufel zu investieren, hätte ich jetzt gesagt gehabt. Beziehungsweise, ja, erstmal eine größere Anlage, weil ich einfach gucken will, sind dann andere Inputs da drin. Kann man das eigentlich in der Vorschau sehen? Das gucken wir uns gleich mal an. Also bleibt noch bis zum Ende dran. Da gucken wir mal kurz rein. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich meine ja, ne? Also zumindest bei der Vorschau vom Kaufen von den Fahrzeugteilen sieht man ja schon, was reingeht. Dann müsste es ja auch bei den Fabriken eigentlich auch der Fall sein, oder? Wir gleich raus. Können auch mit dem hier nochmal in die Ego-Perspektive gehen, sorry. Wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht. Das Einzige, was ich mir hier wirklich nicht vorstellen kann, wäre, das hier so mit dem Lenkrad zu machen. Das wäre wahrscheinlich wirklich ein bisschen komisch. Sehr schön. Die gute McCormack. Ich habe gerade erst McCormick gedacht, aber das wäre dann eher so Traktoren in die Richtung. Hochkippschaufel. Das ist mit dem Hochkippen, das haben wir auch noch irgendwie nicht so ganz verinnerlicht. Das ist, ja, gut. So. Genau. Da gucken wir mal. So vom Gefühl her müssten wir ja so langsam jetzt voll sein. Und dann gucken wir mal eben, ob wir dann bei den Input-Outputs dann sehen können. Wenn wir jetzt, ne, klar, wenn wir jetzt eine neue Waschanlagenhalle kaufen, dann sollten wir natürlich auch direkt das tun, was wir möchten. Und nicht, dass wir jetzt hier dann das da hinstellen und dann nochmal erstmal wieder hier ohne Ende schaufeln müssen, weil ein ganz anderes Teil erst noch fehlt, weil wir so dumm sind, dass es knallt. Das wollen wir natürlich verhindern, ne? Ja, wir haben schon über die Hälfte bis zu den Bahnen. Ja, das ist schon cool. Es ist schon cool so, muss ich sagen. So. Hier wäre Gold. Wash Plant und da steht nur Pay. Das wäre dann normaler Pay Dirt wahrscheinlich. Und raus kommt... CNNT und TLNG? C? Warte. C. Concrete? CSNT? Nee, Concentrate. Gardero, lern mal lesen. Was ist mit dir? Lesen ist ein Hater oder was? Concentrate und TLNG. Huch. TLNG. Das müsste ja dann irgendwas sein, was dann weiter zu Gold verarbeitet wird. Oder habe ich da jetzt die falsche Anlage gewählt? Ich glaube, ich habe die falsche Anlage gewählt. Ne? Das ist eigentlich nur eine Erdverarbeitung. So, welche hatten wir denn da gewählt? Goldwashplant, ne? Pay? TLNG. Kostet aber 300.000, ne? Kommt eh noch nicht in Frage, aber wir gucken mal. TLNG. Matt?
Offenbar was, was man nicht direkt verkaufen kann. Concentrate. Paydirt ist da wirklich Paydirt. Das wäre wirklich eine Anlage, die wir hier verwenden könnten, um hier die Fläche abzutragen. Ne? Pass auf, dann gucken wir mal. Gold Washroom. Gold Smelter. Also wir bauen im Gold Washroom wird dann aus CSNT, also aus diesem das wird dann hierhin geliefert und da werden dann die Flakes raus und die Flakes können dann in der Anlage weiter geschmolzen werden. Da können wir auch die kleine erstmal weiternehmen. Aber diesen Schritt hier verstehe ich noch nicht. Aus Paydirt wird, was ist denn das andere? TLNG. Ich habe die ganze Zeit nach einem dunklen TLNG gesucht. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Aber ihr seht auch, wie viel wir noch sammeln müssen, ne? TLNG. Ihr habt es natürlich schon gesehen. Das hier, ne? Tailings. Was war denn jetzt nochmal Tailings? Das hatten wir doch. Tailing war Schlacke, oder? Das hatten wir doch in Echo. Das heißt, wir müssen irgendwie die Schlacke auch noch verwerten. Und das kauft auch keiner von uns, seht ihr? Die müssen wir dann wahrscheinlich irgendwo verschütten oder verbringen, oder? So, das heißt also, das nächste Ziel, auf das wir jetzt hinarbeiten, ist nicht ein neues Grabegerät, weil da würden wir viel zu viel Geld ausgeben, sondern wahrscheinlich dann erstmal, ja, so eine Goldwaschanlage, ne? Was ist das denn hier? Das ist alles Öltechnik, ne? Und Tailings können wir nirgendwo, TLNG, Tailings können wir nirgendwo aufarbeiten, oder? So, das war Streampay, Concrete, wir gucken mal, ob das irgendwo hier in der Anlage gebraucht wird. CSNT, genau. Und hier auch nicht. Also, Tailings, T. Hier nicht. Und Biogas können wir die auch nicht verbrennen. Kokskohle. Hier können wir nur Geld verbrennen. Dirt und was ist das? Sollen wir nochmal gucken. Das heißt also, dieses Projekt führt uns wieder zurück Richtung dem guten alten Echo, wo wir dann auch Tailings irgendwo verbringen mussten. Weil im Moment sehe ich leider nicht Spinnerei und so. Nee, die Schlacke wird wahrscheinlich wirklich übrig bleiben. Doch, hier. Steinfabrik. PSTN, Tailings, nimmt die an und produziert Revel und Stone. Das heißt, hier können wir die loswerden. Okay, eine Steinfabrik dauert 50.000. Solange müssen wir die Tailings natürlich zwischenlagern. Liebe Leute, dann werde ich mal ein bisschen schaufeln mit den neuen Maschinen und wir sehen uns dann bald wieder, hoffe ich, in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da. Zumindest aber einen Daumen. Das ist ein Klick für euch. Und hilft mir ungemein. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, hier ist jetzt Schluss. Die nächste Folge gibt es jetzt schon auf Garderol Plus. Komplett werbefrei. Also wenn ihr jetzt einen Werbewahnsinn von YouTube umgehen wollt, da ist alles komplett werbefrei. Dank deiner Unterstützung. Ciao.